Jo Freunde, ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Heutiges Thema ist Akne und Cheat Days. In jüngster Vergangenheit habe ich sehr oft, ich glaube das gesamte letztes Jahr, locker einmal die Woche einen Cheat Day gemacht und immer am nächsten Tag habe ich extrem krasse Akne bekommen. Es war bei mir ungefähr so, dass ich die ganze Woche clean gegessen habe und meine Akne immer besser wurde und dann immer am Sonntag oder am Samstag, wo ich den Cheat Day gemacht habe, am nächsten Tag war meine Haut Müll zum Wegwerfen. Komplett rot im Gesicht und neue Breakouts und Pickel waren im Kommen. Man hat alles gesehen, es war wirklich nicht schön. Um euch das mal zu erklären, warum das Ganze so funktioniert, warum manche Menschen eben nach Cheat Days Akne bekommen und Breakouts bekommen und manche Menschen eben nicht. Falls du schon Pickel hast, ist dein Körper schon sehr gestresst und du bekommst sehr früh weitere Pickel. Falls du aktuell keine Pickel hast, trotzdem nach einem Cheat-Day-Anfall leichte Pickel bekommst, ist es komplett normal. Der Körper reagiert extrem auf Zucker und Fett. Zucker und Fett sind die beiden schlimmsten Sachen, die du nehmen kannst, wenn du Akne hast. Akne ist wirklich, lebt von Zucker und Fett. Wenn ihr das probiert, so weit es geht, aus eurer Ernährung rauszuschmeißen, wäre es das Top-Szenario. Natürlich ist mir klar, dass das nicht möglich ist und auch sehr viele von euch auch gar nicht darauf verzichten möchten. Dennoch müsst ihr leider auch einiges umstellen, um eure Akne wegzubekommen. Und bei mir kann ich euch sagen, mir hat es nicht geholfen, die ganze Woche über clean zu essen und dafür am Sonntag einen extremen Cheat-Day zu machen. Das hat mir über ein Jahr hinweg meine Akne nur Woche für Woche etwas schlimmer gemacht. Es ging bergauf. Das wurde immer schlechter. Und um das zu vermeiden, möchte ich euch wirklich extrem ans Herz legen, euch ab und zu täglich was zu genehmigen. Probiert nicht diese Mentalität aufzubauen, die aktuell extrem im Hype ist, auch schon vor 2, 3 Jahren, ich bin ja damit aufgewachsen, extrem im Hype war, diese Cheat-Day-Mentalität. Besonders wenn du eben Akne hast und Binge-Eating anfällig bist, also wirklich anfällig bist dafür, hohe Mengen an Zucker und Fett zu essen. Ich spreche jetzt von Eis, von Süßigkeiten, von Pizzen, von allem Fastfoodigen, was es eben so auf dem Markt gibt. Wenn du überhaupt anfällig dafür bist, sowas zu essen, auch in hohen Mengen zu essen, würde ich dir empfehlen, das eben so nicht zu machen, sondern dir probieren wirklich anzuarbeiten, dass du dir jeden Tag eine Kleinigkeit gönnst. Erstens wird dadurch deine Psyche besser, du wirst glücklicher auf die lange Sicht. Natürlich wird es am Anfang ziemlich schwer und du wirst auch sehr oft Rückschläge erleiden und nochmal einen Cheat Day machen. Aber Problem ist nur, wenn ihr es so weitermacht wie bisher, falls du dieses Video schaust, ist es sehr wahrscheinlich so, dass du in den letzten Monaten oftmals Cheat Days hattest und es dir danach extrem schlecht ging. Und dieses extreme Schlechtsein, wie es dir danach geht, musst du eben rausbekommen. Weil das zerstört so viel, hat so viel in mir kaputt gemacht. So viele Tage in meinem Leben waren zunichte gemacht, zerstört durch diese Cheat Days. Und ich probiere wirklich aktuell, probieren eine normale Essgewohnheit anzueignen. Es ist wahrscheinlich auch so, die meisten Menschen, die Akne haben, haben wahrscheinlich, aus meiner Erfahrung, ich spreche nur von mir, eine verschobene Essgewohnheit. Ihr esst entweder zu viel oder stresst euch zu viel, was das Essen angeht, habt generell zu viel Stress. Stress ist auch ein Riesenfaktor. Nicht nur der Zucker und das Fett nach den Cheat Days ist extrem relevant, sondern auch eure Gedanken, die ihr danach habt. Wenn ihr euch den ganzen Tag danach runtermacht und euch schlecht fühlt im Kopf, natürlich wird eure Haut dann schlechter, weil ihr Cortisol im Körper entwickelt. Cortisol ist das Stresshormon und das Stresshormon ist auch extrem relevant für eure Akne. Also um euch den Tipp zu geben, probiert wirklich die Cheat Days zu vermeiden und euch jeden Tag Kleinigkeiten zu gönnen. Und wenn ihr wirklich auf einem hohen Level eure Akne endgültig vernichten wollt, also komplett zerstören wollt eure Akne, also weg damit, dann müsst ihr wirklich probieren, auf diese ganzen Süßigkeiten zu verzichten. Dieser künstliche Weißzucker, dieser Rohrzucker, der ist extrem ungesund. Wenn ihr es schafft, den aus eurer Ernährung komplett rauszubekommen und euch vielleicht, keine Ahnung, mit Obst, Obst kann extrem lecker schmecken, sondern gönnt euch mal wirklich jeden Abend eine Packung Weintrauben, also 500 Gramm Weintrauben. Die meisten von euch sind davon schon so, fühlen sich wohl danach, weil es eben ein süßes, leckeres Gefühl ist und nicht mehr diese krankhafte Sucht nach diesem Zucker, die müsst ihr rausbekommen. Diese Mentalität, dass man einmal die Woche essen darf, was man möchte und in der Rest der Woche eben komplett verzichtet, hat mir nicht geholfen. Und ich hoffe, dass es euch vielleicht auch besser geht, so wie mir, wenn ich mir aneigne, eben darauf zu verzichten. Wie gesagt, Freunde, Zucker weglassen, wenn ihr Akne habt. Fett weitestgehend weglassen. Natürlich ist es extrem schwer. Ich weiß, wie gesagt,
Ihr müsst es eben teilweise weglassen. Tag für Tag ein bisschen weniger, Woche für Woche ein bisschen besser werden. Und eben ganz wichtig, mit vielleicht das Wichtigste für die meisten da draußen, nur Wasser trinken und viel Wasser trinken. Ich würde jedem empfehlen, egal wie groß oder klein du bist, mindestens 2 Liter Wasser am Tag zu trinken. Ich selber trinke vielleicht 4, 5 Liter, aber ich empfehle wirklich jedem mindestens 2 Liter. Die meisten von euch trinken viel zu wenig Wasser. So, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich mit euch ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich euch mit diesem Video sagen wollte. Ich möchte einfach sagen, dass ihr natürlich mit diesen Cheaters eure Akne zerstört, aber ihr dürft euch damit selber nicht kaputt machen. Ihr dürft euch selber nicht nur auf eure Akne reduzieren. Ich weiß, wie schwer es ist. Ich habe mich nur auf meine Akne reduziert. Ich habe mich gehasst. Ich konnte mich teilweise wirklich über Monate hinweg nicht selber im Spiegel angucken. Und ich hoffe, dass es euch besser geht. Und vielleicht kannst du bevor du den Cheat Day machst, dieses Video nochmal angucken und dann sagen, nee, ich mache heute keinen Cheat Day und hoffe, dass es mir morgen besser geht. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem Weg, aknefrei zu werden und glücklich zu werden. Besonders betone ich auf glücklich. Du kannst auch glücklich sein mit Akne. Akne muss dir nicht dein Leben bestimmen und zerstören. Ich bin Samuel Lift. Haut rein, Freunde. Samuel Lift ist out of lifting. Ciao.